Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute fangen wir endlich mit dem VH6 an. Ich habe Bock auf VH6. So richtig kalt, Dach ist offen. VH6 mit Turbosound. Und wir haben folgendes Problem. Aldosch, du hast den Motor hier eingebaut. Und kannst du mir jetzt erklären, warum der jetzt das hier macht? Ich war das aber nicht. Wir müssen auf jeden Fall einmal den hinteren Motorlager mal abbauen und mal schauen, warum der das hier macht, bevor wir hier... Hatten wir das nicht befestigt? Ich weiß es nicht. Gute 6-7 Monate haben wir ja nichts dran gemacht. Ein halbes Jahr locker. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Das Ding funktioniert wieder nicht. Weißt du was? Ich baue mir jetzt ein. So, ich baue mir jetzt ein. Wichtig hier, wenn man repariert. Ja, ich baue mir jetzt oldschool-mäßig eine Lampe und dann fangen wir an. Y'all been checking out your steelo. I mean, you want on heels. So please tell me what's stealing you. I really wanna be ya. I really wanna be ya. Y'all been checking out your steelo. I mean, you want on heels. So please tell me what's the deal, yo. I wanna be your only hero. Cause I saw you tough figure, you got me caught to be a jock. Couldn't not break the lock. With the free discount, but this can't not come back. With a back knock sitting up on me, I'll start reminiscing. Listening to the funk. And I'll be, oh, oh, it's about 12 o'clock. Oh, oh, and this girl not come back. I saw the ladies out there, you know what I'm saying? I was smelling lumber fine and I turned. Wie findest du meine 10 Euro Arbeitslampe? Und? Sieht gut aus, wenn es funktioniert. Natürlich funktioniert das. Hallo? Ja. Boah, besser als dieses LED-Dingsbums. Ey, jedes Mal, ich lade das auf und das Ding ist leer. Okay, wir arbeiten mit 230 Volt. Und wenn er kaputt geht, Röhre tauschen. Keine Ahnung. Hast du den damals sich eingesteckt? Ja. Frag mich nicht. Hä? Was ist das denn? Aber ich glaube, der ist abgebrochen. Das kann auch sein, vielleicht. Okay, wir machen erstmal den Motorlager einmal ab und dann schauen wir mal. Wir nehmen den mal raus. Okay. Okay? Mhm. Da merkt man seine 23 Jahre. Ist ja Baujahr 98. Boah, guck mal, die Schraube geht gar nicht ab. Dann nehmen wir unser Wundermittel. 40 plus, also nicht WD-40, 40 plus, 404, die Türken wissen Bescheid. Die kennen das Produkt. Kommt aus der Türkei. Einmal mal Schleichwerbung für meine Landsmänner. Umsonst. Boah, da hätte ich jetzt mal vorher drauf gesprüht. Weich gemacht hat, ne? Komm mal. So schnell. Oh. So, Aldosch, was ist, oh, guck mal. Was ist das denn? Ist der abgebrochen oder? Hä? Warte mal. Was ist das denn? Als wäre die Schraube nie fest. Hä? Komischerweise, wir haben den ja mit VH6 gefahren. Da war die Schraube drin. Auch noch nie gesehen, ne? Oh, nee. Gewinde ist ganz. Eine Schraube nehmen und mal schauen, ob das funktioniert. Mhm. Wir werden da auf jeden Fall PU-Lager einbauen. Und die aber sind erstmal stabiler nicht. Oder? Die sind stabiler. Aber nicht jetzt. Das werden wir später machen. Jetzt zählt es nur, dass das Ding hier funktioniert, dass der nicht mehr wackelt. Mhm. Weil wir haben noch genug zu tun hier. Ja. Ich habe jetzt den hier gar nicht gerechnet. Ne? Ich wollte eigentlich heute die Drosselklappe dran machen. Und mehr wollte ich eigentlich nicht. So, das Ding ist fertig. Warum auch immer. Irgendwas ist da passiert. Ich schätze mal, dass die Schraube abgefallen ist und dann irgendwie Dreck reingefallen ist. Also ein richtig Schlamm
mäßig, was irgendwas reingefallen ist. Und dann schön, ja. Sich festgesetzt hat. Festgesetzt hat, ne? Schätze ich mal. Weiß ich nicht. Also ich kann mich gut erinnern, dass du alle drei Schrauben fest hattest. Das weiß ich noch. Ne? Ja. Gut, das haben wir fertig. Ich baue das wieder ein und dann müsste der Motor eigentlich gut sein. Dann wieder fest sein dann, ne? Dann muss er wieder fest sein und dann können wir weitermachen. Okay. Ah. Ah. Ich hab das mal auf den Kopf gekriegt. Echt? Was passiert? Ah. Eine Beule wahrscheinlich. Ja, die Motorhaube meint's nicht gut mit mir. Nein, ich meinte, ob die Motorhaube irgendwas passiert ist. Was dicht, ey, was ist mit den Stoßdämpfern los hier? Ja. Muss jetzt halten, glaube ich, für dich. Jetzt wackelt's nicht mehr? Jetzt wackelt es nicht mehr. Dreipoligen Stecker für die Drosselklappe. Und hier haben wir den 8-poligen Stecker, dieser 16-Bit. Und der passt nicht. Und den müssen wir umbauen. Und jetzt haben wir ein folgendes Problem. Wir bauen die Drosselklappe ab, versuchen den hier einzubauen, geht nicht. Warum? Weil die Drosselklappe von diesem 8-poligen Stecker ist kleiner. Wir haben hier einmal diese Ansaugbekleidung. Das ist der originale, den wollte ich ja von Anfang an lassen. Nur jetzt brauche ich wieder ein Rad, weil ich weiß, hier sehr viele Leute bei mir, die VH6 schrauben. So. Also hier haben wir ja die Drosselkappe, ne? Diese Drosselkappe muss drauf. Das ist von den Turbo. Warum kann die alte nicht bleiben? Guck mal. Warum ist der so riesig? Ja, Mann. Und der so klein. Und das gleiche haben wir hier auch. Oh ja. Achte mal. Der passt natürlich nicht. Mm-mm. Ne? Der passt nicht. Ja, und da haben wir ein Problem. Die wir haben, die läuft dann so. Die sieht so klein aus. Die ist klein. Die wollten wir Anfang an nicht haben. Hier wurde durchgebohrt, reingesteckt. Das können wir eigentlich hier auch machen. Was empfiehlt ihr mir? Sollen wir den da durchbohren, rein? Oder sollen wir diese Ansaugbrücke wieder benutzen? Das könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Und der eine oder andere, der sich auskennt, kann ja mal sagen, warum diese Drosselklappe kleiner ist. Mhm. Der passt. Das ist der auch, 1:1. Das ist der neue Kabelbaum, habe ich ja schon drin, aber noch nicht angeschlossen. Den anderen muss ich ja noch machen. So quasi drauf, einmal durchbohren. Also einfach die passenden Löcher reinbohren, ob das irgendwie jetzt negativ sich auswirken will oder. Ich glaube nicht, dass es negativ auswirkt. Und schreibt mal in die Kommentare, sollen wir doch ansonsten diese Ansaugbrücke nehmen, dann läuft der wieder gerade runter oder originale und dann gib mir einen Tipp, was ich hiermit machen kann. Das ich würde den anderen schöner finden, der ist viel schöner, so ein VR6 Ansaugbrücke. Ja, natürlich, finde ich auch. Bei dem hat ja auch einer reingebohrt, ne? Ja, sieht man ja. Weißt du, wo ist denn die andere Ansaugbrücke? So, der hätte auch locker gepasst, siehst du ja. Der wurde sogar für den gemacht, wenn du die Größe so siehst, Alter. Weil ansonsten, ich muss mich irgendwie entscheiden. Ich bin gespannt, warum der kleiner ist und der größer ist. So, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft, tust du bis dann. Haut rein. Ciao. Ey, da ist keine Beule, ne, Eidosch? Zeig mal. Ich hoffe, du bist gut versichert. Ja, alles gut. Ich habe sogar eine Versicherung, glaube ich. Komm an, Freunde.